wieder Zeit für ein Lifehack. Und ja, ihr habt richtig gesehen, das ist kein Smartphone, sondern ein Nintendo Gameboy, liebevoll in diesem schönen Kobaltblau hier eingepinselt. Jeder von euch, der 90er Kinder, kennt das Problem oder auch heutzutage Wecker, Fernbedienungen oder auch so ein Gameboy haben das Problem, dass sie mit Batterien betrieben werden. Ja, sowas gibt es noch. Und ihr habt zu Hause natürlich nur die kleinen Batterien, die AAA-Batterien. Ich habe den ultimativen Lifehack, der aus kleinen Batterien trotzdem das Ding jetzt zum Laufen bringt. Und zwar braucht ihr dafür Alufolie. Ihr nehmt euch ein ganz kleines Stück Alufolie, etwa die Größe, faltet das zusammen und setzt das gemeinsam mit der Batterie, setzt sie rein, oben zwischen die Batterie und den Kontakt des Gameboys, knipst es ein bisschen zusammen. Das macht ihr dann viermal und dann geht der Gameboy auf jeden Fall an und kann betrieben werden. Das Ganze aber nur für eine kurze Zeit. Also irgendwann mal müsst ihr euch dann auf jeden Fall die richtigen Batterien dazu kaufen. Viel Spaß beim Zocken, würde ich sagen.